Hallo und herzlich willkommen zu einer zweiten Besichtigung von funmc.de. Sie haben nämlich eine Kreativwelt jetzt gemacht und es sieht wirklich wunderschön aus. Ich bin hier über dem Spawn von der Welt Kreativ. Man kommt mit / Kreativ hier in diese Welt und es wurde wirklich schön gebaut. Hier drin spawnt ihr und habt da eine Möglichkeit, direkt einen Plot zu erstellen. Das ist zum Beispiel jetzt mein Plot scheinbar. Ich mache einfach mal eine Bestätigung. Moment kurz, das muss besser gemacht werden. Aber nur klein. Ja, das ist ein bisschen zu klein vielleicht, dass man es kennen würde. Aber nur kurz, bevor die Besichtigung beginnt. Das ist leider ein langer Name, aber ein bisschen Eigenwerbung ist auch mal nett. Ich mache ja so wenig Werbung. So. Sollte eigentlich nicht schön sein, aber was jeder weiß, der Drago. Geht das Grundstück. Ich würde auch noch was hier noch schreiben, vielleicht auch nachher. Aber ja, ich bin weit weg, deshalb nochmals kreativ. Ja, okay, dann mache ich Spawn. Ah, jetzt bin ich einfach beim Creative Spawn. Okay, sehr gut. Dann beginnen wir mit der Besichtigung. Danke. Ja, wir spawnen in einem Baum. Es hat ein paar Bienen hier. Und hier drüben ist etwas besonders schön. Diamantblöcke. Die recht toll. Also das ist ein richtiges Kunstwerk, finde ich. Ich möchte aber gerne noch in die Richtung zuerst gehen. Weil da ein bisschen weniger los ist, aber dafür auch etwas Schöneres. Zum Beispiel eine Pagodie, sagt man dem, glaube ich. Chinesisch, denke ich mal. Und hier oben drüber ist noch ein Haus, das mich irgendwie an einen Let's Player erinnert. Ich glaube Linus. Irgendwie so etwas. Also ein Livestream ist ja jetzt eher schon längere Zeit. Sieht cool aus mit den Stäben. Eisengitter, genau. Ja, Texture-Pack gefällt mir natürlich auch. Das ist Chroma Hills in der 1.12.2 Version 2. Und ich möchte gerne mal noch kurz hier unten reingehen. Ich finde, sieht ziemlich interessant schön aus. Also dass es mich wirklich ein bisschen Wunder nimmt, was hier noch drin ist, aber es ist leider nicht eingerichtet. Und es ist halt auch ein bisschen zu klein, es ist halt ein Turm, dass man da gar nicht so viel einrichten möchte, aber es ist wahrscheinlich auch noch nicht fertig. So, dann haben wir, ja, ziemlich gutes Grundstück mal angeschaut. Das nächste ist noch wahrscheinlich auch im Bau, das ist eine neue Welt, deshalb ist alles im Bau. Ist noch nichts drinnen, aber echt schnuckelig, echt schön, von einfach auch der Schlichtheit auch ein bisschen und nicht übertrieben. Ziemlich cool. Dann haben wir hier ein großes Grundstück, das wahrscheinlich mit World Edit gemacht wurde. Vielleicht ein Mod, also ein Moderator. Der hat einfach eine kleine Burg hier gebaut. Also ich denke, er macht eine große Burg draus, aber das ist einfach mal ein Turm. Ein Stadttor. Oh, das wäre geil, wenn er so hier ringsum die Burg macht. Das Stadttor in der Mitte ist. Ich liebe solche Burgen. Mega schön. Jemand hat ja den Spawn hier nochmals hinkopiert. Aber hier hinten war, glaube ich, noch etwas Interessantes. Ah ja, genau, der Platz der Weiblichkeit. Genau, das wollte ich natürlich auch vorstellen. Weil hier kann man reingehen. Es ist leider ein bisschen verwaben. Aber ja, die Spinnweben haben natürlich auch ihre Berechtigung da zu sein. Einfach so ein Loch, ausgesprengt wahrscheinlich. Und dann mit pinker Wolle gefüllt. Nice. So. Dann. Ja. Müssen wir eigentlich hier entlang.
damit wir alles sehen. Ich weiß nicht, ob jemand weiter weg. Ich hoffe, ich finde mein Grundstück noch. Also einfach, dass ich das auch noch in der Nähe habe am Spawn. Aber ich denke eher nicht. Es wird halt da überall leere Flächen sein noch dazwischen. Weil ich habe in der Nähe ja fast nichts gesehen. Hier haben wir, ja, ein Gefängnis. Ein Verlies. Ich denke, das ist ein Verlies. Ein Dungeon aus The Legend of Zelda. Ist aber leider noch nicht so viel da. Ja, da geht es leider auch nicht weiter. Interessant. Da hat jemand wirklich Bock, mit Cobblestone zu bauen. Hier scheinbar auch ein wenig. Ich bin ja immer noch der Cobblestone, ja, Vermeider in meinen Bauten. Immer die teuersten und aufwendigsten Texturen, also Blöcke bauen. Aber es ist Höhe. Okay, ganz kopiert hat es nicht. Oder einfach gewollt. Vielleicht wollte es einfach auch nochmal haben, weil er das erstellt hat. Dass er hier auch nochmal macht. Ich weiß es nicht, aber es kommt einfach so rüber, als würde es kopiert sein. Hier hätten wir zum Beispiel einen Turm mit viel Beleuchtung. Glowstone. Und dieses Haus ist auch noch im Bau. Das sieht aus wie ein Krankenhaus oder ein Bürogebäude. Mal rein. Ist recht nice. Von den Farben her, vom blauen Glas und so weiter. Ist echt geil. Das ist auch ein Golem, Zyklop, genau. Cool. Die Richtung möchte ich noch nicht gehen. Ich sage einfach, mein Name hat irgendwas dazu zu tun. Aber nur der Vorname. Hier hätten wir einen Park. Mit etwas Rotem. Es scheint irgendwie so eine. Ja, irgendwas ja, Gesundheitliches zu tun. Eine Ader von einem. Ja, eine Blutader. Oder einfach ein Baum oder so etwas aus Glowstone. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht sagt es mir jemand dann. Irgendwann mal. Hier haben wir eine PvP-Arena. Scheinbar. Oder einfach, ja. Etwas, was es so momentan aussieht. Danach. So, hier auch wieder schöne architektische Sachen. Und hier bin ich. Ich habe es leider in die falsche Seite gemacht. Aber ja, jeder sieht, wo es richtig ist. Und hier ist auch einer am Bauen. Der Wondi68. Das ist leider klein alles, aber gut. Ist halt optisch, also ist halt einfach für mich ein bisschen entspannter, alles in kleiner zu sehen. Ich kann sie eigentlich größer machen wieder. So. Dann sehe ich es auch wieder besser. In welche Richtung war jetzt das da? Ne, das ist das. Ich habe mich ein bisschen verirrt jetzt. In die Richtung, genau. Nein, in die Richtung. Wir sind da ein bisschen nach rechts gegangen und deshalb wusste ich nicht mehr, wo es war. Aber jetzt das Highlight. Ich finde wirklich schön gebaut. Ah, nach 3 Stunden Spielzeit kannst du Wordedit benutzen. Cool. Hier haben wir ein Loch. Hier haben wir noch ein paar Gebäude, die auch irgendwie kopiert sind. Weil zwei wahrscheinlich an einem Projekt baut und das Beste wird genommen. Oder weil sie es einfach auch daneben haben wollen. Und hier, ihr seht es wahrscheinlich, was es ist. Ein roter Drache, aber wir sind auf der falschen Seite. Finde ich süß. Also, ist wahrscheinlich ein Babydrache, aber ein großer Babydrache. Weil der Körper ist recht klein wegen dem Grundstück wahrscheinlich. Ja, das ist ein allgemein für mehrere Leute Grundstück, denke ich mal. Einfach so Miniatur sieht es aus in groß. Finde ich schön gemacht. Weil das muss man erstmal machen können, so ein Flügel und so. Da braucht man sehr viel Geduld. Finde ich toll. Und ein
Einhorn haben wir auch noch, das rote Mähne hat, rote Haare. Ja, rote Einzelheiten. Und grau ist, das weiße Horn signalisiert gut, dass es ein Einhorn ist. Ein Panzer, wieso nicht? Das ist ziemlich, ja, cool eigentlich. Also vom Design her erinnert es mich eher an Erster Weltkrieg. Ist wahrscheinlich ein Erster Weltkrieg Panzer, aber das ist überhaupt nicht mein Thema, weil ich keine spiele oder mich informiere über Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das ist eher so der Ego-Shooter und Strategiespiel-Genre-Typ. Denn ich, ja, also Strategiespiele habe ich schon der Typ, aber ja, es ist halt auf dem Kanal eher beliebt, dass ich Rollenspiele mache, oder? Oder eben auch so Aufbauspiele. Und deshalb, ja, bin ich so eher der Typ von diesen zwei Genres und nicht so von Ego-Shooter. Deshalb kann ich jetzt nicht so viel sagen. Aber diese Plattform, die ist mega geil. Da hat jemand sich schon recht Mühe gemacht. Ne, Scherz beiseite, ist es natürlich, je nachdem, was der Spieler halt will machen, halt unterschiedlich, wie viel er macht. So, ein Baum mitten auf dem Weg. Weil er das nicht abbauen kann? Nee. Hat jemand irgendwie einen Scherz erlaubt oder so? Okay. Was ist natürlich auch toll. Muss man aber nicht vorstellen, weil es auch sehr tief ist. Und da haben wir wieder mein Grundstück. Und hier sind ein paar neben meinem Grundstück. Ja, ich werde sicher vielleicht auch noch etwas bauen, weil momentan ist es mein Lieblingsserver. Eventuell habe ich Lust, wirklich auf dem Server aktiv zu sein. Es gibt ja eine Farmwelt, glaube ich, auch natürlich. Ist nicht so möglich spawnen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was. Nein, nicht zu meinem Plot. Spawn und. Kommt man wieder raus? Shit. CityBuildServe. Also so richtig raus kommt man, denke ich mal, noch nicht. Ah, der Shop. CityBuild ist. Ist das jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich Fly schon habe. Nein. Da ist er einfach noch nicht auf mich zugegangen. Hat gesagt, er wird mir Fly geben, aber das kann ich ja dann in einem nächsten Video machen, da mal ein paar Sachen anzuschauen. Aber wo ich jetzt gerade irgendwie zur Farmwelt komme oder so, weiß ich leider jetzt nicht mehr. Da, genau. Okay, ich weiß es wieder. Aber ich hab's per Zufall gefunden, wo das genau ist. Grundstücke, Farmwelt, ja, genau. Eine Farmwelt gibt's. Auch eine normale Farm, ja. Es ist also wirklich eine ganz normale Welt, wo ihr farmen dürft, weil das brauche ich. Ich möchte nicht alles über Shops holen oder so. Diese Freiheit ist natürlich schon gut. Und ja, ich habe ja jetzt ein Projekt, das ist das 1.16 Pre-Release, also Snapshots anschauen Projekt und dann möchte ich gerne 1.16 spielen. Dass ich da eigentlich gar nicht so viel Zeit habe, leider Videos zu machen. Aber es ist wirklich jetzt eigentlich mein, ja, von der Freiheit her natürlich einer meiner Lieblingsserver. Und ich freue mich auf jeden nächsten Server. Dürft gerne auch wirklich qualitativ hohe oder auch schlechte Server vorstellen, also, ja, sagen, dass ich es machen soll, oder? Und genau, ich werde jederzeit, wenn etwas kommt, ein nächstes Video machen oder alte Server auch wieder betreten, wenn die Leute vom Server oder auch nicht vom Server, ob die drauf spielen, mal sagen, ich könnte ja wieder mal ein, ja, zeigen oder also einen Fortschritt zeigen. Ich tue ihn einfach nummerieren, da sieht man immer, was wie viel ich gemacht habe von diesem Server und immer in die Videobeschreibung den vorigen Link und so weiter. Und wenn mehr sind, mache ich auch Playlists eigene. Aber jetzt ist gerade Gefahr, deshalb mal kurz spawnen. Und man geht immer in die gleich. Nein, man geht eigentlich immer in die Welt, okay. Nur in Kreativ ist es
da noch oder einfach aus Gründen an den Spawn von der Kreativwelt. Gut. Die kann man benutzen, sehr schön. Also, jemand wird mir sicher helfen vom Server, da ein paar Sachen noch zu zeigen, die sicher sehenswert sind. Ein weiteres Video wird es sicher geben. Und die 2 Monde sind so cool. Ja, freue ich mich auf ein weiteres Video, weil der Server wirklich das auch verdient hat. Ich bin ja nicht werbefreundlich sozusagen, mache aus eigenen Stücken. Und da darf ich natürlich gerne ein bisschen wählen, was ich jetzt genau besser vorstelle und was nicht. Einfach bitte vermeiden, dass es irgendwie ja, kopiert ist oder aus irgendwelchen Gründen kein gutes Server ist oder so. Dass es einfach gar nichts zu zeigen gibt, weil meine Zeit ist begrenzt. Das heißt, ich kann halt so Scherze oder so einfach aus Zeitgründen nicht so gut machen. Dass einfach andere Server dann leiden darunter und das ist nicht gut. Das ist Schwamm oder was ist das? Ist nasser Schwamm. Ja, das weiß ich, darf ich es gerne sagen. Das Texture Pack ist Chroma Haze. Ja, ah, Enderstein. Okay. Ist einfach grün. Wirklich toll gebaut. An jeden Architekten auf dem Server ein großer Lob und ein Dankeschön, dass ich so etwas anschauen kann, weil ich bin sehr fasziniert vom Bauen. Ich kann einfach nicht ja, aufhören, solche schönen Sachen zu sehen. Auch aus Eigeninspiration und auch aus Lust auch zu bauen. Aber vor allem aus Hinsicht auf andere Leute, dass sie sich so viel Mühe machen für einen Server, ist echt spitzenmäßig. Genau. Jo, wirklich toll gemacht. Da oben ist ein Mar. Das ist ein Ritter, okay. Scheinbar ein Schwert. Aha. Cool. Also, Video beenden, Drago. Ich weiß, ich bin süchtig nach längeren Videos. Aber jetzt beenden. Danke und tschüss. Bis zum nächsten Video.